Hallo und herzlich willkommen zu Echt Schön Musik. Herzlich willkommen in Eimeldingen an der Schweizer Grenze. Hier findet gleich ein Konzert statt von DMMK, die Musik meiner Kirche. Das ist eine Lobpreisband. Ich habe schon den ganzen Tag verbracht mit dieser Band und bin eigentlich fertig, kann das Konzert genießen. Aber für Sie spule ich natürlich noch mal gerne zurück und Sie lernen Band, Musiker und die Kirche genauer kennen. Los geht's bei Timo Langner. Der ist für die Musik in dieser Gemeinde verantwortlich und damit auch für die Musik von DMMK. Los geht's! We are the champions, my friend. Ups, sorry. Manchmal vergesse ich, dass ich nicht immer allein im Auto unterwegs bin. Ich bin schon viel unterwegs im Auto und das ist so ein bisschen mein Rückzugsort. Da höre ich auch viel Musik. Und es ist auch so eine Zeit, so eine intime Zeit, wo ich ja, bete und meinen Gedanken nachhänge und Zeit, wie sagt man, mit Gott verbringe. Für mich ganz persönlich. Und dabei hilft mir auch Musik. Zum Beispiel die Musik von DMMK, die Musik meiner Kirche. Sie werden noch feststellen, warum das so ist und warum die sich dazu gut eignet. Jetzt hören wir erstmal rein. Die haben ein neues Album, Thronsaal. Und wir hören jetzt mal den gleichnamigen Song, Thronsaal. Wenn der Friede des Höchsten sich auf mir niederlässt, finde ich Ruhe im Thronsaal des Herrn. Ich weiß mich tief geborgen bei dir, meinem Gott. Ich find Frieden im Thronsaal des Herrn. Da ist er, da ist er. Timo, servus. Schön, dich zu treffen. Ja, freue mich, dass du da bist. Vor allem hier. Ja, schöner Platz. Ich würde mich nicht wundern, wenn hier irgendwie so ein Grizzlybär auf einmal auftauchen würde. Was für ein wunderschönes Stück Natur. Das wäre was. Bist du öfter hier? Ja, genau, ich bin öfter hier. Ich habe 2 kleine Jungs, 3 und 5. Wir sind öfter hier. Du bist hier zu Hause und bist in der Musik zu Hause. Deshalb besuchen wir dich oder euch ja heute auch schon ziemlich lange. Und du hast eine Menge durch. Du hast ja, da kann man eine eigene Sendung von machen eigentlich. Du hast einen großen Plattenvertrag gehabt, hast auch Singles rausgebracht. Hattest wirklich die Möglichkeiten und nicht nur so wie viele sagen, ja irgendwas mit Musik machen, sondern du warst ganz nah dran. Ja. Und dann gab es so einen Moment, ich spitze das jetzt ein bisschen zu, weil wir leider die Zeit nicht haben, wo du dann gesagt hast, als ganz viel ging eigentlich, ja. Sorry, ich mache was anderes. Ja. Nimm uns ganz kurz damit rein, in diesem Moment, wo du vielleicht im stillen Kämmerlein gedacht hast, das war's jetzt, zumindest mit dieser Tür. Also, was ich vielleicht sagen muss, als ich Christ geworden bin, hat Gott die Tür aufgemacht zu damals Sony BMG, so einfach so. Und ich glaube, da hat er schon angefangen, dass er mir zeigen wollte, mit mir ist alles möglich. Und dann war es so, dass halt Gott mir gezeigt hat, hey, mit dir habe ich einen anderen Plan. Und dann habe ich so innerlich die Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, dann gehe ich den Plan, den du hast. Und dann gingen die Türen auf, zu denen ich dann auch echt Nein sagen musste. Und wir gehen mal ein Stück. Wir haben ja viel vor heute und du bist natürlich immer noch voll in der Musik, in einer ganz besonderen Form, finde ich, da reden wir heute noch drüber. DMMK ist eine Band, Organisation, Kollektiv. Wie würdest du das beschreiben? Also erstmal sind wir Kirche, weil alles, was musikalisch von DMMK rauskommt, kommt aus unserer Kirche. Und deswegen, wir sind eigentlich die Musikbewegung aus unserer Kirche heraus und genau, Bewegung. DMMK ist eine Musikbewegung. Und hier habt ihr euch auch schon bewegt. Zum letzten Album gab es einen Videodreh hier. Ja, auch ein besonderer Ort dafür. Und jetzt gehen wir dahin, wo zum Teil die Musik von euch entsteht. In dein Studio. Okay. Jetzt sind wir an deinem Arbeitsplatz. Es gibt schlechtere Arbeitsplätze, ne? Ich bin auch dankbar. Wann sind so deine Zeiten, wo du hier arbeitest, kreativ bist? Ich habe montags frei und dann bin ich quasi von Dienstag bis Freitag hier, samstags wieder frei, Sonntag halt im Dienst, dann im Gottesdienst. Das muss man sagen, du bist ja angestellt hier in der Kirchengemeinde, wir sind in einer Kirche quasi. Beschreib mal ganz kurz, was ist hier dein Job?
Ich bin Lobpreispastor, Leiter hier und bin verantwortlich für die Musikarbeit, für den Lobpreis, für die Teams. Und in allererster Linie bin ich dafür verantwortlich, dass Musiker reinkommen, gefördert werden, ihren Platz haben und dass am Ende des Tages einfach auch Lobpreis stattfindet in unseren Veranstaltungen. Bei eurem Album Thronsaal ist es ja so, dass ihr das in der Gemeinde bei euch spielt, aber auch unterwegs seid mit diesem Album. Ist das manchmal schwierig oder muss man das trennen? Weil auf der einen Seite ist das ja Musik für die Gemeinde, auch gerade das aktuelle Album. Auf der anderen Seite seid ihr ja auch schon, werdet ihr oft angefragt, auch überregional zu spielen. Wie macht ihr das konkret jetzt, wenn ihr mit diesem neuen Album unterwegs seid? Ja, also für uns ist es einfach so, dass die Kirche, das ist unser Zuhause und das hat Priorität. Das heißt, wenn wir irgendwo unterwegs sind, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass hier bei uns zu Hause ein ordentlicher Lobpreis ist. Das kann dann mal so aussehen, dass man auch nach einem Konzert noch nachts nach Hause fährt und dann am nächsten Morgen hier weitermacht, wenn von den Besetzungen her es vielleicht herausfordernd ist ansonsten oder man vielleicht auch mal was absagen muss. Aber hier bei uns ist unser Zuhause und das ehren wir und dann sagen wir, von da aus darf die Sache fließen. Und wir haben heute bei dieser Sendung das Privileg, DMMK auch auf der Bühne zu erleben. Wir gehen gleich nochmal zum Soundcheck. Vorab gibt es jetzt aber für Sie ein paar Fakten, die Sie noch nicht wussten. Ich habe mit 11 Jahren angefangen, Musik zu machen und mein erstes Instrument war Gitarre. Bei der Musik, die ich früher gemacht habe, da hat sich so um mich gedreht und um meine Musik und jetzt mit DMMK dreht sich es nicht mehr um mich, sondern um Jesus. DMMK ist die Musikbewegung unserer Kirche G5 und bedeutet die Musik meiner Kirche. Wir sind ca. 40 bis 50 Musiker. Natürlich spielt Gemeinschaft untereinander eine große Rolle. Wir sind eigentlich die ganze Zeit am Schreiben und am Produzieren, sind sehr dankbar dafür, dass wir eine Gemeindeleitung auch haben, eine Gemeinde haben, die uns fördert und unterstützt in dem Ganzen, sogar indem, dass wir ein eigenes Tonstudio haben. Wollen wir mal gucken? Check, check. Noch mehr? Lauter, leiser? Lauter. Das war natürlich kein richtiger Soundcheck, der kommt gleich hier von DMMK. Aber vorher versuche ich nochmal ein paar Musiker abzugreifen und sie zu fragen, was sie von der Musik halten, was sie zum Lobpreis gebracht hat und was sie vom Album halten. Geht schon los, ich mache mich auf den Weg. So, hier setze ich mich einmal kurz dazu. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich kurz störe. Du bist der? Vincent. Vincent, hi. Warum machst du Musik? Also ich liebe Musik. Ich mache schon Musik, seit ich 6 Jahre alt bin. Aber ich mache es hauptsächlich wirklich, weil Lobpreis meine Leidenschaft ist. Das geht mit dem Album Thronsaal natürlich auch. Du hast einen Song dazu beigesteuert. Welcher ist das? Deine Liebe geht niemals auf. Heute Abend Konzert. Letzte Frage, dann lasse ich dich weiter Soundcheck machen. Wenn du dich auf so ein Konzert vorbereitest, gibt es da irgendwas, was du oder was ihr vorher macht? Also ich persönlich, ich liebe es einfach, Zeit mit Jesus im Privaten zu verbringen. Natürlich möchte ich mein Bestes geben, ich möchte mich so gut musikalisch vorbereiten wie möglich, aber ich möchte auch connected sein zu Jesus und schaue, dass ich einfach ganz viel Zeit mit ihm verbringe. Genau. Danke dir herzlich. Ja, vielen, vielen Dank. Ciao. Du sprichst ein Wort, im Dunkel werde Licht. Du sprichst ein Wort. Und Lahme gehen. Du sprichst ein Wort und Tore öffnen sich. Ketten zerfallen auf dein Befehl. Drei Worte. So, ich schleiche mich wieder mal ins Bild. Hi, Daniel. Dominik, hi. Cool, ich glaube, das wird der längste Soundcheck in der Geschichte von DMMK, weil ich mich immer dazwischen mogel hier. Aber ist einfach zu interessant. Seit wann bist du dabei hier bei DMMK? Seit Anfang an, ja. Seit wir DMMK heißen, genau. Okay, dann bist du prädestiniert dafür, die Frage zu beantworten. Wenn sich so ein Projekt, oder wie hat sich so das Projekt entwickelt von Anfang an bis jetzt? Gibt es eine Entwicklung? In welcher Form? Wie nimmst du das wahr? Also, wir sind immer eine Kirchenband gewesen und das sind wir auch immer noch, aber wir haben dann angefangen, mehr und mehr Leute zu werden, haben dann gesagt, wir sind eine Band und wir wechseln alle durch, deswegen ich bin gar nicht der Bassist, ich bin eigentlich Gitarrist und ich war auch mal was anderes und dann, man wechselt das so durch und das ist, glaube ich, so eine Veränderung, die wir durchmachen, wo wir sagen, wir sind ein Sound, wir sind eine Kirche,
Aber ganz verschiedene Leute, also mit einem Musikerpool von über 50 Leuten, genau. Das ist sehr besonders, finde ich. Wie ist denn, ich, bei Musikbands ansonsten kriegt man immer mit, da zofft man sich auch mal, da gibt es Konflikte, da verlässt der eine die Band und so. Wie ist das bei euch? Wie ist das miteinander, wenn ihr nicht auf der Bühne steht? Ja, Zoff gibt es halt gar nicht. wenn wir nicht auf der Bühne stehen, ich glaube, es ist schon, es wird getragen von Freundschaft, aber am Schluss, wir lieben Jesus, Jesus ist das Zentrum, darauf findet man sich und darauf bleibt man dann auch zusammen. Und dann gibt es immer welche, die sagen, hey, ich mag mal was anderes wahrnehmen oder mir passt dies nicht oder das nicht. Das gehört schon dazu, ja, aber das gehört eigentlich immer im Leben dazu, glaube ich. Gerade auch in Gemeinde, ne? Da gibt es ja auch viele verschiedene Persönlichkeiten. Vielen Dank. Ich bin jetzt live am Schlagzeug hier und das ist der Simon, glaube ich, oder? Hast du ganz kurz Zeit? Du sitzt hinterm Schlagzeug, ja, und bist mit am Start hier. Wie bist du denn zu DMMK gekommen? Also in diese Kirche bin ich 2010 gekommen. Da war ich 14 und unser Bassist oder auch Gitarrist, der Dominik, der hat mich damals in die Jugendband geholt. Und so bin ich Stück für Stück auch in dieses Team reingewachsen, bis ich dann auch sonntags auf der großen Bühne hier vor diesen vielen Leuten spielen durfte. Genau, das ging dann so über ein Jahr verteilt, bis ich wirklich hier im Team richtig drin war. Das ist so die persönliche Entwicklung, ne? Wie du da reingekommen bist. Wie hast du dich denn oder wie hast du für dich so die Musik des Lobpreises entwickelt oder hat sich das irgendwie verändert von dem 14-Jährigen bis jetzt? Wie nimmst du das wahr, wenn du hinterm Schlagzeug bist und Musik machst? Ich glaube, ich habe einfach über die Jahre gelernt, loszulassen und zu verstehen, dass Lobpreis nicht darum geht, was ich leiste, sondern schon auch, aber es ist, wir machen es für Gott. Wir wollen ihm Ehre geben und das ist wichtig. Ja. Was ist denn dein, ja, gibt es einen Lieblingssong auf dem neuen Album Thronsaal? Gibt es. Ich würde sagen, es gibt zwei. Soll ich dir auch schon spoilern? Das sind die Songs Deine Liebe und Liebe gibt niemals auf. Wahnsinnssong. Warum? Gute Frage. Musikalisch sprechen sie mich wahnsinnig an. Dabei sind es nicht mal unbedingt schlagzeuglastige Lieder. Ich muss wirklich sagen, inhaltlich berührt es mich einfach wahnsinnig und ich genieße die Lieder einfach nur zum Hören. Ja. Danke dir, Simon. Ja, und ich sitze hier mit Naomi, der Sängerin von DMMK. Naomi, du stehst öfter mal da vorne. Wie ist es denn für dich, wenn du nicht auf der Bühne stehst und selbst irgendwie Lobpreis, konsumiert ist ein blödes Wort, ne? Aber wenn du im Lobpreis bist und nicht als Musikerin vorne stehst? Da habe ich die eindrücklichsten Momente mit Gott wahrscheinlich, weil man schon auch auf der Bühne oft das Gefühl hat, okay, ich mache das jetzt, um Gott alle Ehre zu geben. Ich werde dabei aber auch beobachtet. Und wenn ich so ganz hinten in der letzten Ecke stehe und auch die Menschen dabei sehen kann, wie sie Gott lobpreisen und ehren, das ist für mich oft ein ganz besonderer Moment. Es ist echt richtig schön und eindrücklich zu sehen, was auch hinten dran passiert. Seit wann bist du denn bei DMMK dabei? Ich habe vor 2,5 Jahren circa in diese Gemeinde gewechselt und bin dann ein halbes Jahr später ungefähr reingerutscht und bin total begeistert. Es macht mir unglaublich viel Spaß und es ist mir eine Ehre, da hinter die Kulissen zu blicken. Ja. Ist jedes Konzert anders, wenn du vorne stehst und singst? Oder gibt es so auch so eine Dramaturgie quasi, wo man sagt, okay, jetzt kommt der Part, dann kommt der Part? Oder wirst du auch bei Konzerten immer wieder überrascht? Doch, wir werden viel überrascht. Also es ist nie gleich. Man kann Gott nicht in eine Schublade stecken. Man kann auch nicht planen, wie so ein Konzert dann abläuft. Aber ich würde schon auch sagen, dass ich mich in seiner Gegenwart immer wohlfühle. Und dass es egal, was technisch passiert oder wie die Locations sich ändern, dass im Endeffekt er den Raum einnimmt und wir uns da einfach komplett hingeben dürfen. Ja. Letzte Frage. Wo machst, also ja, ich stelle sie einfach trotzdem. Wo machst du lieber Lobpreis, wenn du hier in deiner Gemeinde vorne stehst oder wenn ihr unterwegs seid im Lande und Konzerte gebt? Ich bin ein Mensch, der unglaublich gern die Vielfalt und die Facetten sieht, die es auf der Erde gibt. Und auch in Deutschland ist jede Gemeinde so unterschiedlich. Das begeistert mich total, zu sehen, wie Menschen
an unterschiedlichen Orten den gleichen Gott anbeten. Und deshalb würde ich schon sagen, dass das für mich was ganz Besonderes ist, mit DMMK auf Tour zu sein. Und die Unterschiedlichkeit und die Vielfalt, die Gott uns eingegeben hat, auf Tour erleben zu dürfen. Wird ja mit dem neuen Album auch passieren, mit Thronsaal, seid ihr wieder unterwegs? Ja, also wir sind sehr gespannt, was dieses Jahr noch alles passieren wird, was sich entwickelt. Haben auch schon ein paar Sachen geplant und sind gespannt, ob noch was anderes sonst von uns zu hören sein wird dieses Jahr. Danke dir. Du bist der gute Friedefürst, der mich vom Tod ins Leben führt. Du bist mein Gott, du bist mein Gott. Du bist der Löwe und das Lamm, das meine Fehler auf sich nahm. Du bist mein Gott, du bist mein Gott. Wenn der Friede des Höchsten. Prost. Prost. Direkt nach dem Konzert erstmal einen Schluck, ne? Also ja, du hast es dir verdient. Runterkommen. Ja. Erstmal kurz zum Setting hier. Du kommst direkt von der Bühne in die Stille. Hast du auch einen Pieps noch? Nee, aber ich habe auch, glaube ich, nicht so viel Lärm gehabt wie du. Das Restaurant gehört auch zur Kirche, ne? Genau, ja. Sonst immer voller, aber jetzt ist das... Sonntags ist Ruhetag, genau. Ja. Wie ist es für dich nach einem Konzert? Hast du da irgendwie, brauchst du da eigentlich Ruhe, Stille? Wie geht's dir, wenn du von der Bühne kommst? Also ich bin dann schon noch eine Weile auch da, auch noch ein bisschen mit den Leuten sprechen und mit der Band und dann irgendwann aber auch dann nach Hause. Dann schwinge ich mich auf mein Fahrrad und in 4 Minuten bin ich zu Hause. Und dann brauche ich noch eine Viertelstunde auf der Couch, um einfach runterzukommen, Zähne putzen und ins Bett. Okay, ja. Wirkt dann noch so ein bisschen nach, ne? Ja. Der Lobpreiskonzert ist ja irgendwie eine besondere Form von Konzert. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. So 2, 3 Sachen interessieren mich schon noch im Bereich von Lobpreis. Wenn ich dich schon mal hier sitzen habe, das ist ja eine besondere Atmosphäre, die geschaffen wird. Und es ist eine besondere Stimmung. Wie ist das denn, wenn du dich mal... Oder gibt es das überhaupt, dass du dich mal gar nicht nach Lobpreis fühlst? Ständig. Also ist ja auch immer ein bisschen so die Frage, wie man Lobpreis definiert. Wenn man es jetzt mal, sagen wir mal, definiert auf wirklich so Musik. Ich höre recht selten Musik, um ganz ehrlich zu sein. Okay. Genau, also ich genieße es dann eigentlich auch wirklich mal in die Stille. Aber eben wie gesagt, ich würde dann gar nicht sagen, dass es dann nicht Lobpreis wäre. Also wenn ich dann irgendwie auch in der Stille bin, und dann auf Gott schauen, mich dann fokussieren und auf ihn und zur Ruhe kommen und dann aber auch ihn anbeten und ihm Danke sagen. Und so versuche ich eigentlich auch mehr und mehr und mehr so durch den Tag zu gehen und zu sagen, hey, ich will eigentlich, dass mein ganzes Leben irgendwie Gott ehrt. Das ist auch einfach so, wo ich merke, da möchte ich immer mehr reinkommen, damit sich mein Leben nicht unterscheidet von, ah, jetzt ist er eine Stunde auf der Bühne und macht Lobpreis. So, Also kann man sagen, dass Lobpreis also ein ganzer Lebensstil ist und die Musik ein Teil davon? Oder ist das schon wieder zu technisch oder mathematisch? Nee, ist auf keinen Fall zu technisch. Ich bin nicht an dem Punkt, wo ich sagen kann, mein Lebensstil ist Lobpreis, aber ich wünsche mir da immer mehr hinzukommen. Ja, also kannst dir vorstellen, wenn ich zu Hause bin mit meinen Jungs, dann manchmal merke ich, okay, das glaubt gerade kein Lobpreis. Aber da kann ich ja dann immer wieder vor Gott kommen und um Gnade bitten und ihm dann mein Herz hinlegen und sagen, hey, form's neu, damit wirklich immer mehr mein Leben zu Lobpreis wird. Mhm. Und Musik ist, finde ich, eine Art und Weise, wie Lobpreis einen Ausdruck bekommen kann, wie schwierig irgendwie durch andere Wege irgendwie möglich ist. Mhm. Ja, ich habe vor Jahren irgendwie mal so diesen Satz aufgeschrieben, Gott schuf die Musik, weil er wusste, dass wir sie brauchen. So, keine Ahnung, ob das stimmt, aber auf jeden Fall ist Musik, wie ich finde, eine Sache, die, wenn so Text, lyrisch und Melodie und dann so was, da entsteht was, das passiert durch Musik. Und deswegen hat Gott, glaube ich, das auch geschaffen und dass dadurch auch durch Musik wir ihn anbeten können, das ist schon, sage ich jetzt mal, mein Ding. Ja, aber das darf auch nicht darauf begrenzt sein, weil ansonsten habe ich ja hier, das glaube ich, wünscht sich schon Gott, dass wir sagen, hey, unser Leben soll immer mehr zu Lobpreis werden. Oder das heißt Lobpreis, das heißt, dass alles, was ich mache, lobt ihn und ehrt ihn. Das heißt, wenn ich Dinge mache, die ihn halt nicht ehren, dann ist es auch kein Lobpreis mehr. Und im Gegenzug, wenn ich aber mich dafür entscheide, wirklich auch gut zu denken über Leute, positiv zu sein und nicht
irgendwas triggern zu lassen, was dann dazu führt, dass ich irgendwie Hass habe oder Wut habe oder wie auch immer, dann würde ich sagen, ja, das ist dann Lobpreis. Aber nicht nur eben auf der Bühne. Und zu Lobpreis, stelle ich mir so vor, gehört ja auch ein Echtsein, oder? Also dieses Echte auch zulassen. Also dass, wenn mal was in der Familie jetzt nicht funktioniert, das jetzt nicht zu kaschieren, sondern zu sagen, das gehört ja auch zum Leben dazu, oder? Also diese Authentizität. Total. Aber das ist natürlich auch eine Herausforderung, weil du hast ja dann oft auch die Situation, dass du sagst, okay, ich bin am Sonntag eingeteilt für Lobpreis und dann weißt du aber, wo du gerade herkommst. Und dann aber auch wirklich auch so zu wissen, okay, in dieser Spannung, in der ich gerade bin oder vielleicht auch dem Streit, wo ich gerade war oder in dem Stress gerade irgendwie zu Hause mit den Kids und jetzt komme ich runter und ich atme aus und ich weiß, wer ich bin durch Jesus und jetzt komme ich vor ihn und bete ihn an und lass nicht irgendwelche selbstverurteilenden Gedanken groß werden, sondern und bete ihn dann an. Ja. Aber das ist die Spannung, das ist die Herausforderung. Ja, und ist es dann manchmal so, dass man dann in der Gefahr steht, dass dann die... Das, was vorher war, vielleicht auch Konflikte oder so, dass man das so überdeckt durch das, was dann durch die Musik passiert, dass es dann in den Hintergrund gedrängt wird. Also überdecken ist jetzt vielleicht das falsche Wort. Aber dass man das durch das, was mit der Musik passiert, irgendwie ja, an die Ecke drängt, oder ist das... Ich glaube, man macht es größer. Also man macht Gottes Größe größer, man macht Gott seine Gnade größer. Und dann wird das andere kleiner. Aber das ist eine aktive Entscheidung. Ja, also wenn ich irgendwie vielleicht aus einer Situation komme, wo ich sage, ganz ehrlich, ich habe gerade nicht das Gefühl, dass Gott irgendwie da ist und dass er groß ist. Aber es ist halt nun mal so, dass im Wort Gottes heißt es, dass er groß ist und dass er gut ist und dass mit ihm alles möglich ist. Und wenn ich mich dann dafür entscheide und sage, und das singe ich jetzt, auch wenn ich mich gerade nicht danach fühle, dann ist es eine Entscheidung. Aber wie ich finde, ist das, dass dann auch was passiert, dass ich merke, alles in mir justiert sich wieder auf das, was eigentlich die Wahrheit ist. Und dann wird das andere kleiner. Und das interessiert mich jetzt noch, weil es ja gerade auch um eine CD geht, die ihr produziert habt. Und so ein Live-Event, so ein Live-Konzert, Lobpreiskonzert, ist ja nochmal was anderes. Aber wenn jetzt, sage ich mal, jemand beim Joggen Lobpreis hört oder im Auto, so wie ich, oder gerade bei der Arbeit irgendwie, was ist, passiert da auch was, deiner Meinung nach, wenn man jetzt nicht die Charts hört oder irgendwas anderes, sondern... Musik, Lobpreismusik von euch oder von anderen oder das Thronsaalalbum, ist das ein Moment, den man vergleichen kann im Konzert? Also ich würde mal so sagen, ich glaube, es gibt diese Lobpreismomente, wo man eben alleine ist und man zieht sich seine Bluetooth-Kopfhörer an und man läuft los und singt irgendwie Lieder. Ja? Und das habe ich gemacht mit jedem Lied auf unserem Album und ich hatte sehr, sehr, sehr intensive mit Gott. Also Momente mit Gott, wenn ich mich auf den Weg begeben habe und sagt und dann singt man auch und ich habe dann einen Weg, wo ich auch weiß, da kommen mir keine Leute entgegen oder nur selten und dann singe ich da auch mit und alles, ja, und da mache ich unglaubliche Begegnungen mit Gott, ja, aber jetzt nicht nur mit unserer Musik, sondern einfach auch generell mit Lobpreis, ja, ist ja keine Frage. Eben im Konzert ist es so, dass wir zusammenkommen und ich glaube, in diesem Zusammenkommen, in dieser Dynamik, zu sagen, wir alle fokussieren uns auf Jesus, unseren König und wir beten ihn an und da ist schon nochmal was Besonderes, nicht umsonst, sagt ja Gott, wenn ihr zusammenkommt, 2, 3, 4 oder 5 oder 1000 oder 100, da bin ich in eurer Mitte und das, ich glaube, das ist schon auch was man, das möchte ich nicht missen. Das ist auch ein Grund, warum es Gemeinde gibt, ne? Oder Kirche grundsätzlich. Ja. Sind wir wieder auch bei der G5 oder bei Kirchen an sich? Genau. Dann hoffe ich, dass viele Menschen durch eure Musik beim Joggen oder wo auch immer erreicht werden und inspiriert werden oder in Gottes Gegenwart kommen. Ja, ob live oder aus der Konserve. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den großartigen Tag hier bei euch. Ich danke dir. Das war echt sehr, sehr schön. Du hast jetzt deinen Feierabend verdient. Es ist schon spät geworden. Ja. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast oder ihr euch. Und ich sag nochmal auf euch. Ja? Prost. Danke dir. Danke dir. Und danke Ihnen fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war echt schön Musik. Bis dann, machen Sie es gut.